Musikanten. Die Storkogler. Claudia Jung. Michael Junior. Katrin und Peter. Torleifs aus Schweden. Lisa Delbo aus Belgien. Dirk Schiefen. Viele, viele Egerländer Musikanten. Volker Bengel. Und hier sind Ihre Gastgeber, Marianne und Michael. Musikanten sind auf die Füße liegen, Musikanten. Und so ein Liederling, das lässt die Herzen weit. Denn wo gesungen hier ist die Fröhlichkeit zu Haus. Komm mit, sing mit uns, sing mit. Mach die Herzen ganz weit auf. Komm mit, sing mit uns, sing mit. Dann geht es erst richtig auf. Ja! Woo! Ja, ja. Sehr schön. Dankeschön. Merci. Da kann ich noch eins sagen. Servus und grüß Gott alle miteinander. Ja, und herzlich willkommen kann ich nur sagen, wieder einmal zu den lustigen Musikanten. Servus. Schön. Danke sehr. Wir haben ja 60 hochkarätige Minuten vor uns, also einen wahren Goldrausch. Denn Gold wird in unserer heutigen Sendung ja eine ganz große Rolle spielen. Und Gold, ehrlich gesagt, das findet man ja an den unterschiedlichsten Stellen. Und Sie werden mir sicherlich recht geben, liebe Zuschauer, wenn ich behaupte, am häufigsten wahrscheinlich am Hals einer schönen Frau. Aber nicht nur dort findet man Gold, auch hier drinnen manchmal, ne? Und vor allen Dingen im Ozean. Und Sie werden es nicht glauben, in einem Quadratkilometer Meerwasser sind 14 Tonnen Gold enthalten. Und das ist nicht gelogen. Was du alles weißt. Ja, man muss lernen im Leben. Wahnsinn. Und dann kommt dieses Wort Gold. Ja. In so vielen Begriffen mein vor. Mein Goldstückerl. Ja. Ja, oder die Golden Twenties. Ja, zu Deutsch goldene 20er Jahre. Oder Golden Gate Bridge. Zu Deutsch Goldtorbrücke. Was mir besonders gut gefällt, ja. Die goldene Hochzeit. Zu Deutsch lebenslänglich. Ganz einfach. Ja, ja. Wir befassen uns natürlich heute, liebe Gäste, mit goldenen Hits, mit außergewöhnlich erfolgreichen Melodien und Interpreten. Und da haben wir zu Beginn eine wirklich erfolgreiche Musikgruppe, die einen Megahit geschafft hat, was ja heute nicht mehr ganz alltäglich ist. Sie besingen in ihrem Lied das steirische Mannsbold. Ob jetzt da der Arni Schwarzenegger oder vielleicht mein Goldstückerl gemeint ist, das sei dahingestellt. Uns ist klar, das muss ich mit Fug und Recht betonen, Steirer Menn sind very good. Und die sind erst recht very good. Die Storkogler! Very, very gut war Hollywood. Adolf und sein Steirer Schwee, green as dream in USA. Steirer Menzern, very gut. Very, very gut war Hollywood. Dirndl, schau die Holle an, da müsst ein Steirer Mann. Steirer Menzern, very gut. Very, very gut war Hollywood. Adolf und sein Muskelschwee,
very, very good for Hollywood. Muskeln, Schönheit und der Hirn, das kann's exportieren. Es gibt den Zell am Ziller, so fesche Lady Killer. Die glauben nur in die Rolle, fühlen sich die Damen wohl. Da frag ich mich, was will er, der Kerl aus Zell am Ziller. Wenn ohne erst an Steirer sieht, die weiß auch, wenn sie fliegt. Go, Steirer, wenn's ein very good, very, very good for Hollywood. Arnold und sein Muskelschmäh, keiner Stream in USA. Scheira Mensan, very good, very, very good for Hollywood. Muskeln, Schönheit und der Hirn, das kann's exportieren. Scheira Mensan, very good, very, very good for Hollywood. Dirndl, schau dir alle an, da möchtst ein Scheira Mann. Heut gibt's wieder was zum Feiern. Ganz bestimmt hat heute irgendwer was gekommen, was gefunden, was gemacht. Dass man jetzt richtig feiern kann, am besten bis in die Nacht. Wir alle machen's nicht oft genug, warten damit viel zu lang. Das werden wir heut ändern, drum fangen wir jetzt alle an. Denn heut gibt's wieder was zu feiern. An guten Grund findet man jederzeit. Heut gibt's wieder was zu feiern, weil uns das alle freut. Ja. Heut gibt's wieder was zu feiern. Super und mega steil, endlich wieder was zu feiern. Und alles an live dabei, endlich wieder was zu feiern. Und alles an live dabei. Die erste Musikbox, und man glaubt es ja kaum, wurde bereits im Jahr 1889, also vor genau 113 Jahren, aufgestellt, und zwar in San Francisco. In den Golden Twenties machten diese Automaten dann absolute Furore, denn fast die gesamte Schallplattenproduktion der damaligen Zeit landete in diesen öffentlichen Automaten. Und Zählwerke haben ganz genau registriert, wie oft ein Titel gedrückt worden ist. Und so entstanden auch die ersten Hitlisten. Ja, und in die Blütezeit der Musikboxen entführt uns jetzt eine zauberhafte junge Künstlerin aus Belgien. Ihre Spezialität sind eben Evergreens. Sie hat großen Erfolg in ihrer Heimat und oftmals Gold und Platin bereits bekommen. Ja, was soll ich sagen? Wir hören jetzt einen Welthit der legendären Andrew Sisters. Bei mir bist du schön. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen Mega-Hit von Dean Martin. Richtig, ein richtiger Schmusesong war das damals, mit dem er 1964 sogar die Beatles vom angestammten Platz 1 der amerikanischen Charts verdrängt hat. Eine schöne Frau lässt man nicht weinen. So heißt die deutsche Übersetzung, und wir beide freuen uns jetzt auf eine schöne Frau. Hier ist für Sie aus Belgien Lisa Delbo. Eine schöne Frau lässt man nicht weinen. Keine schöne Frau ist gern allein. Und sie wird es nie ertragen, so einsam zu sein. Eine schöne Frau lässt man nicht weinen. Und eine Frau
freuen. Das hat jedermann alleine im Gefühl. 100 Jahre wunderbare Liebe möchte sie dir schenken, Tag und Nacht. Hast du sie dafür? Sehr. Der Italiener singt von Amore, statt meine Herren sagt er, oh Signore. In Frankreich sagt man oui und in Spanien sie, so beginnt der Sprachunterricht. Was für die Schule gut ist und richtig, ist für Verliebte nicht mehr so wichtig. Sagt er, I liebe you, ja, dann hört sie zu und Grammatik stört sie dann nicht. Bei mir bist du schön, ja, schöner als schön, sprach leise ein verliebter Millionär. Du wirst es ja sehen, bei mir bist du schön, ich schenk dir ein Schloss und noch viel mehr. Ich nenn dich Bella, Bella, denn dein Blick macht mich toll. Mein Herz schlägt schnell und schneller, denn du küsst wundervoll. Bei mir bist du schön, ich muss es gestehen, viel schöner als alles andere auf der Welt. Jetzt, liebe Zuschauer, freue ich mich natürlich ganz besonders, denn ich darf Ihnen jetzt ein neues und ganz modernes Märchen erzählen. Es war einmal ein Rocksänger namens Peter. Der fuhr mit seinem Motorrad über 7 Brücken und landete schließlich in einem grünen Wald. Dort traf er auf ein seltsames, grünes Lebewesen und fragte, was bist denn du für ein grüner Junge? Da antwortete das Wesen, ich bin der kleine grüne Drache Tabaluga, der letzte Bewahrer des Feuers, aber der Herrscher der Kälte ist hinter mir her und will mir das Feuer entreißen. Dann würde das ganze Universum erfrieren. Da sagte der Rocker Peter, hey, das ist eine hammerharte Story. Da würde ich gerne ein Musical draus machen. Einverstanden, sprach der grüne Drache, alles im grünen Bereich. Ja, meine Damen und Herren, und so entstand eines der erfolgreichsten Bühnenstücke neuerer Zeit. Und jung und alt erfreuen sich gleichermaßen an diesem Musical. Und wir hören heute Abend ein Titellied, die Titelmelodie, Ich wollte nie erwachsen sein. Und für Sie ist jetzt da Volker Bengel und der kleine grüne Drache Tabaluga. Erwachsen sein, hab immer mich zur Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein,
und doch hat man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Ich gleite durch die Dunkelheit und warte auf das Sonnenlicht. Dann spiel ich mit dem Sonnenstrahl, er silbert sich im Wasser bricht. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät. So spät, so spät. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Eine traumhafte Stimme, kann ich nur sagen. Dankeschön, Volker Bengel, aber auch dir, lieber kleiner, süßer Drache Tabaluga, ganz ein herzliches Dankeschön, dass du heute da warst. Wir sehen uns ja wieder am Wochenende in Tabaluga TV und wie immer natürlich bei uns im ZDF. Danke euch beiden. Schön. Immer wieder, liebe Gäste, liebe Zuschauer, werden wir gefragt, ja, wo findet denn endlich die nächste Sendung der lustigen Musikanten statt? Wir wären so gern einmal dabei, möchten so eine Reise mitmachen. Sie wissen ja, die lustigen Musikanten gehen oftmals im Jahr on Tour. Also sie sind unterwegs draußen im Land und wir haben ihnen wunderschöne, ja, lustige Musikanten Reisen anzubieten zur Sendung der lustigen Musikanten. Und Sie alle, Sie können live und hautnah dabei sein. Erleben Sie mit uns den Frühling in Meran, im blühenden Herzen von Südtirol. Ein herrlicher Kurort, umgeben von einer fantastischen Bergwelt. Wer uns hierher begleitet, setzt garantiert nicht aufs falsche Pferd. Elmau am Wilden Kaiser ist unsere zweite Station. Hier spielt das ganze Jahr über die Musik und mit den lustigen Musikanten erst recht. Genießen Sie die rustikale Lebensart und Romantik pur im gastfreundlichen Tirolerland. Und das weltberühmte Riesenrad, der Stephansdom und kaiserlich-königliches Flair, das erwartet Sie in Wien. Die lustigen Musikanten in der Hauptstadt der Musik. Zweifellos ein Walzertraum der ganz besonderen Art. Jede Reise mit Halbpension zum Preis von 389 Euro pro Person. Informationen unter der Telefonnummer 0800 41 31 21 0. Jetzt, wir haben Ihnen ja versprochen, liebe Zuschauer, goldene Hits, goldene Melodien. Und da gehören natürlich Egerländer Melodien absolut dazu. Musik aus der Heimat des unvergessenen Ernst Mosch. Auch wenn er selber nicht mehr dabei sein kann, aber seine Musiker hegen und pflegen sein Vermächtnis ganz im Sinne ihres Meisters. Und heute blasen Sie uns den Marsch, den Egerländer Marsch. Und hier sehen Sie die Egerländer Musikanten. Thank you.
die Egerländer Musikanten. Und hier sind unsere Nachrichten zum Thema goldene Hits. Die erste goldene Schallplatte erhielt der Tenor Enrico Caruso. Als Hochzeitsgeschenk überreichte man ihm eine Platte aus purem Gold mit seiner eigenen Aufnahme aus der Verdi-Arie Ach, wieso trügerisch sind Frauenherzen. Die Reaktion der Braut ist leider nicht überliefert. Ohne Läuse keine Musik. Die ersten Schallplatten waren aus Schellack, einem Harz, das von der Lackschildlaus produziert wird. Den Weltrekord im Schallplattenweitwurf hat ein gewisser Axel Schulz aus Kyritz. Er warf eine Platte mit dem Titel Goldene Gitarren exakt 145,52 Meter weit. Also zum Werfen viel zu schade ist die fantastische CD 30 Jahre lustige Musikanten. Also das finde ich auch, ja. Ja, mit den größten Stars der Volksmusik und des volkstümlichen Schlagers. Überall erhältlich und ein absolutes Muss für jede Plattensammlung. Was du nicht gesagt hast, dass wir beide auch drauf sind. So, der Sohn des Posträubers Ronald Bix wurde im Alter von 6 Jahren Kinderstar und er sang mehrere goldene Schallplatten. Der Berliner Tüftler Peter Lardon erfand Anfang der 80er Jahre eine abspielbare Schallplatte aus reiner Schokolade. Kommentar von Udo Jürgens, aber bitte mit Sahne. Eine der schnellsten Musikproduktionen haben Frank Sinatra und seine Tochter Nancy hingelegt. In nur 32 Minuten war ein Titel fertig, der sich anschließend 30 Wochen lang auf Platz 1 hält. Something Stupid. Und heute, liebe Zuschauer, hören wir diesen Welthit auf Deutsch von einem zauberhaften Ehepaar. Freuen Sie sich auf Katrin und Peter. Was kann ich denn dafür, dass ich so gerne nur mit dir allein spazieren gehe? Was kann ich denn dafür, dass ich so gerne nur mit dir allein die Sterne sehe? Tag aus, Tag ein, nur zärtlich sein, das wär so schön, noch was ich sag und was ich tu. Du schaust nicht hin, du hörst nicht zu, wenn ich dir sage, Darling, du, I love you. Viel zu oft hast du gehört, dass man dir schwört, ich bin in deinen roten Mund verliebt. Für dich ist jede Liebelei nur Schwindelei, du glaubst nicht, dass es Liebe ist. Was kann ich denn dafür, dass ich nur glücklich bin mit dir, denn du bist wunderbar. Was kann ich denn dafür, dass ich dich liebe, glaube mir für alle Zeit sogar. Wenn wir heute Abend tanzen gehen, wenn wir uns in die Augen sehen beim Rendezvous, dann schau mich an und hör mir zu, wenn ich dir sage, Darling, du, I love you. Dir sage, Darling, du, I love you, I love you, I love you, ich liebe dich. Ende gut, alles gut. Mit der wunderbaren Liebesgeschichte von Katrin und Peter. Ja, jetzt habe ich eine Frage an Sie. Wie schaut es denn mit Ihrer ureigensten Liebesgeschichte aus? Können Sie sich noch erinnern an ein besonders schönes oder außergewöhnliches romantisches Erlebnis mit Ihrem Liebsten, Ihrer Liebsten? Oder vielleicht wollen Sie ganz einfach nur irgendjemand Danke sagen?
jemanden grüßen, nachdem Sie sich sehr sehnen, den Sie lang nicht mehr gesehen haben, dann schreiben Sie uns. Denn dann, meine Damen und Herren, ist Ihre Liebesgeschichte vielleicht mit dabei in der großen Show der Liebesgrüße im Sommer im ZDF. Schreiben Sie an folgende Adresse. ZDF, Kennwort Liebesgrüße. Die Postleitzahl ist 55111 Mainz. Ja, und schon geht es schnurstracks nach Schweden. Schweden ist ja ein Land, das immer mit großen Rekorden aufwartet. Beispielsweise der IKEA-Katalog hat eine höhere Auflage als die Bibel. Und dann gibt es eine sehr erfolgreiche Musikgruppe, die bereits 34 Mal Gold und Platin eingeheimst hat mit wunderbaren romantischen Schmuseliedern. Und mit diesen Liedern möchten Sie natürlich jetzt auch Deutschland erobern. Ich tanze mit einem Engel. Unsere Gäste aus Schweden, die Torleifs. Es war mitten im Sommer, tanzen so wie im Trans. Wie im siebenten Himmel, wir gehörten uns ganz. Helle strahlten die Sterne, leise wehte der Wind. Doch wie würd ich jetzt gerne, oh du himmlisches Kind. Ich tanz mit einem Engel im Taumel der Sinne. Ich fühle, wie ich lebe, mein Herz pocht immer zu. Du hast mein ganzes Leben mit diesem Tanz verändert. Mein Herz ist nun vergeben, der Engel, der bist du. Wunderbar so zu schweben, bin so nah bei dir. Wunderbar ist das Leben, bleib nun immer bei mir. Hell strahlen die Sterne, leise wird auch der Wind. Wieder würd ich jetzt gerne, oh du himmlisches Kind. Ich tanz mit einem Engel im Himmel der Liebe. Vorüber alle Wolken im unbekannten Land. Ich tanz mit einem Engel, fühl nur wie ich schwebe. Die Nacht verleiht uns Blüte, das hab ich nie gekannt. Ich tanz mit einem Engel im Taumel der Sünde. Ich fühle, wie ich lebe, mein Herz pocht immer zu. Du hast mein ganzes Leben mit diesem Tanz verändert. Mein Herz ist unvergeben, der Engel, der bist du. Du hast mein ganzes Leben mit diesem Tanz verändert. Mein Herz ist unvergeben, der Engel, der bist du. Goldene Hits, liebe Zuschauer, werden ja nicht nur und immer wieder gesungen, sondern auch Instrumentalhits waren ja sehr, sehr erfolgreich. Ich erinnere zum Beispiel nur an den dritten Mann, gespielt auf der Zither, oder an Ballade pour Adeline, gespielt auf dem Klavier. Unser nächster Gast spielt Welthits auf seiner Trompete, sehr gefühlvoll. Und er hat uns drei Kostproben aus seiner CD mitgebracht. Es steht ein Soldat am Wolgastrand aus dem Zarewitsch, Heimat, deine Sterne und Lili Marleen. Allesamt also Welthits. Freuen Sie sich mit mir auf Dirk Schiefen.
Glück ist gar nicht mal so selten. Glück wird überall beschert. Vieles kann als Glück uns gelten, was das Leben uns so lehrt. Glück ist jeder neue Morgen, Glück ist bunte Blütenpracht. Glück sind Tage ohne Sorgen, Glück ist, wenn man fröhlich lacht. Nimm das Glück mit beiden Händen, lass es niemals wieder los. Hilf den Menschen, die dich brauchen, denn ihr Glück macht dich erst groß. Jedes Herz kann Ketten sprengen, dazu braucht es nicht viel Mut. Darum öffnet eure Herzen, Glück zu schenken tut so gut. Glück ist Regen, wenn es heiß ist. Glück ist auch ein gutes Buch. Glück ist, wenn ein Kind ein Eis ist. Glück ist auch ein lieber Gruß. Glück ist Spaß in froher Runde, Glück ist weißer Meeresstrand. Glück ist eine stille Stunde, Glück ist eines Freundes Hand. Nimm das Glück mit beiden Händen, lass es niemals wieder los. Hilf den Menschen, die dich brauchen, denn ihr Glück macht dich erst groß. Jedes Herz kann Ketten sprengen, dazu braucht es nicht viel Mut. Darum öffnet eure Herzen, Glück zu schenken tut so gut. Nimm das Glück mit beiden Händen, lass es niemals wieder los. Hilf den Menschen, die dich brauchen, denn ihr Glück macht dich erst groß. Jedes Herz kann Ketten sprengen, dazu braucht es nicht viel Mut. Darum öffnet eure Herzen, Glück zu schenken tut so gut. Glück zu schenken tut so gut. Und Glück, meine Damen und Herren, hat auch bestimmt jener junge Mann gehabt. Das gehört nämlich immer zum Erfolg dazu. Er zählt erst 16 Lenze, kommt aus Belgien und Glück deswegen, dass er halt vom Herrgott so wunderschöne Stimme mitbekommen hat. Er feiert nicht nur in seiner Heimat in Belgien, sondern auch bei uns große Erfolge. Und wir freuen uns jetzt auf ein Medley italienischer Evergreens. Hier ist für Sie Michael Junior. Di stare lassù e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Nel blu
dipinto di blu. Felice di stare lassù. Dissi qualcosa e la voce sembrava tremare, ma lei mi sorrise e l'incanto svanì il mio timore. Spero che un giorno per lei potrò restare e che per sempre sarà solo lei il mio amore. Anna Maria, dolcezza del mare, ti voglio bene, vieni. Was machst denn du da? Die Show ist ja noch gar nicht fertig. Lass mich in Ruhe und stör mich nicht. Ich pack meinen Koffer für unsere Tournee. Für unsere Tournee? Jawohl. Die ist doch erst im Herbst. Ja und? Was heißt und? Die Wahlen sind auch erst im Herbst. Aha. Und das kann ich dir sagen, dann kann so mancher Politiker jetzt schon seinen Koffer packen. Jetzt habe ich dich verstanden. Da sage ich lieber gar nichts dazu. Danke, Ottilie. Da sage ich lieber gar nichts dazu, aber die Marianne hat Ihnen jetzt was zu sagen, und zwar, was alles geboten ist auf unserer großen Deutschland-Tournee der lustigen Musikanten im Herbst diesen Jahres. Auf geht's mit den Alpenrebellen. Sonnyboy Patrick Lindner ist ebenso mit dabei wie der sympathische Rainer Kirsten. Aus der Schweiz, Francine Jordi. Die temperamentvolle Rosana Rocci. Die große Stimme Angela Wiedl und barfuß wie immer kommen die Schäfer. Tja, und ich bring wie immer meinen Michael mit. Spitzensound gibt's vom Orchester Otti Bauer und Karten gibt es unter der Telefonnummer 0185 57 4 mal die 0. Wir freuen uns auf Sie. Ja, und das stimmt. Wir freuen uns wirklich auf Sie. Ein Muss also für alle, die gerne Musikanten live auf einer Bühne erleben. Musikanten genauso wie die Sänger. Und weitere Informationen, liebe Zuschauer, gibt es unter der Homepage der lustigen Musikanten unter www.zdf.de oder auf der Videotexttafel 595. Jetzt habe ich meinen Text vergessen. Entschuldigung. Mensch, nochmal. Katastrophe, muss ich schnell einspringen. Was? Was? Schatzelein, ich habe natürlich an der Seite gewartet und
Es ist mir ja fast klar, dass du den Text vergessen hast bei der nächsten attraktiven Künstlerin. Man kann es ja auch verstehen. Aber wenn ich da ein bisschen eine Hilfestellung geben darf. Ja, da bin ich interessiert. Es handelt sich hierbei um eine Dame, eine große Dame des deutschen Schlagers. Ja. Und eine weitere Eselsbrücke. Es ist eine sehr junge Dame. Ah, jetzt weiß ich's wieder, wer zu uns kommt, nämlich Claudia Jung. Richtig. Mhm. Ja. Aber jetzt möchte ich fragen, ja. Weißt du das Lied, das sie uns singen wird? Das Lied? Ja. Das habe ich auch vergessen. Oh, Mensch. Dem kann man gleich gar nichts anfangen. Das hast du vergessen? Ja. Fast richtig. Ach so? Hast du alles vergessen? Hier ist Claudia Jung. Ja, sag ich doch. Ja. Faszinierende Stimme und Persönlichkeit. Dankeschön, Claudia Jung. Ja, und jetzt, liebe Zuschauer, Sie merken schon, jetzt haben wir ein winzig kleines Problem. Wenn wir also alle goldenen Hits, die Sie und wir gemeinsam so lieben, singen würden, dann müssten wir jetzt möglicherweise noch circa 3 Wochen lang weitersenden. Dass das nicht möglich ist, können Sie sich sehr, sehr gut vorstellen. Deshalb haben wir eine kleine Auswahl getroffen, haben ein Medley zusammengestellt mit Liedern, die von Herzen kommen und zu Herzen gehen. Freuen Sie sich darauf und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Lieder, die von Herzen kommen, Lieder, die zu Herzen gehen, das sind Lieder, die wir immer wieder gern. Lieder, Lieder, die von
Lieder, die zu Herzen gehen, klingen wie ein Diamant, zu hell im ganzen Land. Ja, so geht es mir. Und so geht's auch dir. Die schönen Lieder, die sorgen dafür. Ja, liebe Gäste, leider ist dieser Abend schon für uns vorbei. Wir sehen uns aber bald wieder.
in einer wunderbaren Besetzung. Ja, mit dabei sein werden Tommy Steiner, die German Tenors, die Geschwister Hofmann, Wolfgang Viereck, Karel Gott und viele, viele andere. Wir sind auch dabei. Wir sagen Dankeschön, auf Wiedersehen. Servus, eure Marianne. Und Michael. Servus. Servus und tschüss. Wir müssen gehen. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Servus und tschüss. Es ist vorbei. Wir wollen Freunde fürs Leben sein. Wir wollen Freunde für immer sein. Servus und tschüss. Glück zu schenken, tut so gut.